So, die Bestien haben wir besiegt. Wir kriegen Holz und Gold dafür. Und einen Brief. Mein... Verzeihung, mein Liebster, bitte schreib mir, sobald du den Tempel erreicht hast. Ich weiß, dass erst 2 Wochen vergangen sind, aber ich vermisse dich so. Ah, das ist so, so schlimm. So ein Liebesbrief bei einer Leiche zu finden, finde ich nicht lustig. Ah. Unser Heim wirkt leer ohne dich. Ich hoffe, dass unsere Opfergabe der Muttergöttin Gefallen bereitet, auch wenn es nur eine bescheidene ist. Wenn die Götter es so wollen, werden wir endlich ein Kind bekommen. Ich habe keinen Zweifel, dass du ein genauso liebevoller Vater sein wirst, wie du es als Ehemann bist. Bitte halte dich von Gefahren fern und komm bald wieder zurück. Auf ewig, Frilke. Aber er kommt nie wieder zurück, Frilke. Er ist tot, Frilke. Ach Mann, ist wirklich traurig, sowas, oder? Ich nehme sowas immer mit. Selbst wenn es nur so Videospiele sind. Sowas wie das hier. Das muss gar nicht großartig inszeniert sein oder so. Wie schaue ich gleich nochmal auf die Karte? Ach ja. Ah ja, gut. Wollte ich wissen. Aber dann schaue ich mich da unten noch schnell um, bevor wir weitergehen. Da können wir nämlich dem armen Holzfäller sein ganzes Holz klauen. Wir haben viele Bäume gefällt, Herrin. Benötigt ihr welche? Hm. Nehmt, was euer Herz begehrt. Oh, das ist aber nett. Der bietet mir das sogar an. Schau. Unseren geheimen Goldvorrat klaue ich ihm auch noch. Wenn du Wegweiser findest, schaltest du die Fähigkeit Schnellreise frei. Sobald du zu jener Zeit... Warte mal, was? Sodass du zu jeder Zeit von einer Regionskarte aus zwischen in eine andere, in die andere und dann reisen halt. Schnellreisen halt, mein Gott. Jeder weiß, was Schnellreisen bedeutet. Danke, Tutorial. Wir können weitermachen. Herren, ihre Masken, habt ihr die gesehen? Fangzähne, Schnauzen, Hörner, der reinste Albtraum. Majestät, ich bitte euch, besiegt die Banditen. Ich traue mich kaum noch auf meine Felder. Hand an die Königin legen. Diesen Hunden ist wirklich gar nichts heilig. Danke, dass ihr einem müden Haufen Knochen euer Ohr leiht. Das hat schon lange niemand mehr getan. Bitte nehmt dies für unterwegs. Man sollte echt mit allen so oft reden, wie es geht. Herren, ihre Masken, habt ihr die gesehen? Bis sie sich wiederholen. Genau. Schnauzen, Hörner, der reinste Albtraum. So, rekrutieren wir mal alle Rekruten, die wir hier in dem Dorf kriegen. Tada! Hab vorher einen ähnlichen Brief in einem Blamer-Dungeon gefunden. Ging mir tatsächlich ein bisschen an die Nieren. Bei welchem Spiel denn? Bald erreichten Königin und Gefolge Falkenbrann. Die dort Stationierten standen in der prallen Mittagssonne stramm. Majestät, Graf Caldwell. Rührenfeldwebel. Und Bericht erstatten. Wir haben die Leute auf dem Platz zusammengetrommelt, Majestät. Sie könnten den Banditen geholfen haben. Doch Höflichkeit hilft uns nicht weiter. Niemand hat etwas zugegeben. Möchte Majestät den Henker rufen lassen? Es könnte den Leuten die Zunge lösen, wenn er vor ihren Augen einen Strick knüpft. Ich werde mit ihnen reden. Majestät, das ziemt sich doch nicht, dass die Königin gemeine Leute befragt. Sagt wer? Krone und Titel werde ich dabei schon nicht einbüßen. Also spricht nichts dagegen. Bring mich zu ihnen. Verneigt euch vor eurer Herrin, Majestät Mewe, Königin von Lyrien und Rivien. Gnade, Majestät. Wir sind einfache Leute, haben nichts verbrochen. Steht auf, Leute. Ich bin eure Königin. Aber ihr seid Untertanen, keine Sklaven. Mewe streckte die Hand aus, an der ein Siegelring glomm. Sie wurde ergriffen von einem Bauern, der das Protokoll nicht kannte, und geschüttelt. Meine Güte! Bald werden wir noch Brüderschaft trinken. Ein Skandal! Wachen! Packt ihn! Alles in Ordnung, Caldwell.
Vergebung, Majestät. Das wusste ich nicht. Unfug. Du hast einen festen Händedruck und eine kühne Art, die ich respektieren kann. Wie ist dein Name, guter Mann? Helmer. Sohn von Florenz. Sehr erfreut. Helmer, ich bin Skyrim, in arger Not und brauche deine Hilfe. Antworte mir also bitte vollständig und gerade heraus. Die Banditen. Wer ist ihr Anführer? Dieser Kerl, Herrin, den wir sahen. Er hat keinen Namen, nur einen Titel. Herzog der Hunde nennen sie ihn. Hm, sowas. Ein blaublütiger Köter. Hat er gesagt, wohin er mit seinen Hunden ziehen will? Weißt du es noch, Imogen? Was hat er gesagt? Clayton oder so? Clayton, Herr von Clayton. Sein Anwesen liegt im Süden. Blass die Hörner, alle sollen sich formieren. Wir brechen auf, sofort. Herrin, wir verübeln dem Herzog nichts. Er ist ein guter Mann, hat uns für unser Willkommen bezahlt, sein Essen mit uns geteilt. Ruhe, Bauernbande! Ihr habt die Königin gehört. Herren, eure Befehle. Was soll mit ihnen geschehen? Mit wem? Mit wem jetzt? Mit den Bauern? Deine Entscheidungen haben Folge. Manche von ihnen spürst du sofort. Andere bemerkst du hingegen erst später. Entscheide dich also stets weise. Nehmt die Männer in Zwangsdienst. Lasst die Frauen laufen. Lasst sie zufrieden. Lasst sie zufrieden. Die Ernte steht bevor. Sie haben alle Hände voll zu tun. Oh, Herrin, hab Dank. Hab Dank. Möge Mutter Melitele über euer freundliches Herz wachen. Möge sie lieber über eure Herzen wachen. Wenn ich noch einmal höre, dass ihr Banditen beherbergt oder Offiziere belügt, lasse ich jede Hütte, jedes Feld und jede Plantage niederbrennen. Verstanden? Mewe schob die Bauern beiseite und sprengte in einer Staubwolke davon, Richtung Claytons Anwesen. Die Leute von Falkenbrand sprachen noch lange vom Besuch der Königin, wenn auch nur im Flüsterton, hinter verschlossenen Türen. Na gut, dann klauen wir ihnen noch ihr ganzes Holz und so weiter. Wir haben es doch nur gut gemeint. Auf Anschlagebrettern findest du immer wieder nützliche Informationen über die Geschehnisse in der Umgebung. Wenn du sie anklickst, erscheinen Markierungen auf der Traditionskarte oder wenn das eine Bedarte bedünnt hast, dünn dünn. Beute, Rätsel, interessanter Ort. Rätsel. Hey, aber bleiben die Orte auch jetzt hier... Wenn ich jetzt hier einfach auf die Karte gucke das, oder Rena? So? Hm? Banditen überfallen die königlichen Steuereintreiber? Am helllichten Tag? Das werden sie büßen, Majestät. Ja, da ist da unten noch was zu sammeln. Aber hier drin oder? Ja, das ist außen, glaube ich. Majestät, eure Untertanen, Jablak und Wurmer, ersuchen demütig eure Hilfe. Offenbar ist eine Radachse gebrochen. Die beiden müssen jedoch so schnell wie möglich zum Markt. Wie lautet euer Befehl? Ruft die Ausseher des Lagers, sie sollen sehen, was sie tun können. Ein wenig Gold sollte ausreichen. Ja, dann machen wir das, weil das hebt die Truppenmoral aus irgendeinem Grund. Verstehe ich nicht ganz. Die war schlecht, weil ich nicht alle Bauern umgebracht habe anscheinend. Das hätten die wohl gern gehabt, die Soldaten. Bisschen Brandschatz zum Plündern oder so, keine Ahnung. Meine Königin, ein Streuner von Schballa, wurde im Haus gefunden. Er wurde beim Angriff auf Falkenbrand verletzt und von seinen Kameraden zurückgelassen. Er bietet uns an, uns mitzuteilen, wo sie ihre Beute horten, wenn wir den sein Leben verschonen.
Ich lasse mich nicht von einem räudigen Köter bestechen. Hängt ihn! Ich bin ja nicht dafür, dass wir den hängen. Aber nach dem, was die Spalla angestellt haben, will ich den auch nicht laufen lassen und mich schon gleich gar nicht bestechen lassen. Und ich schätze mal, ihn aufhängen ist in dieser Welt hier die beste Form von Gerechtigkeit, die wir kriegen können. Also machen wir das. Tja. Ganz schön radikal, unsere Königin. Die versteht keinen Spaß. Ein Rätsel. Was ist das für ein Gedröhn? Oh oh. Vorsicht! Steinrutsch. Steinlawine! Blitzschnell sprang Reynard zu Meve vor und zog die Königin vom Sattel. Wäre er einen Moment zu spät gekommen, wäre Meve von einem massiven Felsen erschlagen worden. In Sicherheit waren sie jedoch noch nicht. Der gesamte Steinhagel samt der darauf thronenden Tempelwand löste sich und begrub die Straße unter sich. Die Schreie der zerschmetterten, sterbenden Soldaten legten sich wie ein dunkler Schatten auf die Königin. Doch sie musste handeln, um die Kontrolle über ihre Einheiten wiederzugewinnen. Zerstöre alle Felsen! Ein bisschen komisch, aber gut. Jetzt schießen wir mit Pfeilen auf die Lawine und hauen mit unseren Schwertern dagegen, natürlich. Manche Kämpfe unterliegen besonderen Regeln, bei denen es die reine Stärke nicht zum Gewinn ausreicht. Um alle Sieger hervorzugehen, musst du stattdessen bestimmte Ziele erreichen. Auf der Erkundungskarte sind solche Kämpfe mit einem Rätselsymbol versehen. In diesem besonderen Rätselkampf musst du alle Felsbrocken zerstören, bevor sie Meves Reihe erreichen können. Der Hang bricht weg! Zurück! Rettet euch! Eine Karte auszuspielen ist die gleiche Taste wie die Dialoge zu skippen. Ich will die Dialoge nicht skippen, aber ja. Ich wollte nur die Karte schon mal spielen. Ich brauch mehr Geduld. Ihr seid viel weniger als ich dachte. Ruft eure Kameraden, verdammt! Los, bevor ich die Peitsche nehme! Schütze zu Diensten! Nee, warum den Zug beenden? Ich möchte gern die Fähigkeit von dem noch aktivieren. Das darf ich aber nicht, scheinbar. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Aber gut. Rüstung wird ihm nicht helfen. Na gut, ich verstehe schon. Ich sammle hier Power. Der Wagen! Nehmt den Wagen! Jetzt! Ja, ja. Geschafft, Renner. Ich danke dir. Anders wäre es gar nicht gegangen. Mewe Langschwertmensch. Die Klostermauern sind eingestürzt. Und irgendwas hat die Pfeiler erwischt. Oder irgendwer. Aber wir können nichts tun. Also weiter. Oder irgendwann. Hä? Oder irgendwas. Ein einfacher, mit Heu beladener Bauernkarren kam Meves Gefolge klappernd auf der Straße entgegen. Aus dem Weg! Rief Graf Cornwall und richtete sich im Sattel auf. Macht Platz für die Königin! Die Bauern zogen den Karren gehorsam in den Straßengraben. Als sie vorbeiritt, blickte Meve zur Seite und erstarrte.
Auf dem Heu lag ein schwer verletzter, vom Fieber gebeutelter Mann. Von seinen bandagierten Beinen ging ein schrecklicher Verwesungsgestank aus. Götter, wer hat das getan? Fragte Mewe. Banditen? Nein, Herrin, antwortete der Bauer. Ne Bestie. Im Osten, auf dem Weg nach Feuchtburg, liegt ein Friedhof. So alt wie die Elfen, heißt es. Fuhr er fort. Klettum hat Fallen ausgelegt und kam plötzlich angerannt. Überall Blut. Hat was von einem langhaarigen Weib gebrabbelt, das aus dem Grab gestiegen ist. Wir bringen ihn zu den guten Schwestern der Melitele auf dem Hügel. Vielleicht können die ihm helfen. Ja, gewiss, antwortete die Königin. Doch sie wusste, dass der Verletzte noch vor Tagesende sterben würde. Die Götter seien mit euch. Die Königin pfiff und ihre Stute trottete weiter. Soll ich einen Hexer rufen, Majestät? Fragte Caldwell. Einer dieser Mutanten würde dem Monster schnell den Garaus machen. Solange wir die Banditen nicht gefasst haben, wird keiner die Hauptkompanie verlassen, egal von welchem Rang, sagte Mewe. Er würde nur sofort von ihnen geschnappt werden, aber wenn wir in Richtung Feuchtburg ziehen, können wir uns vielleicht selbst darum kümmern. Euer Gnaden, wir haben schon die letzten Monster nur knapp überlebt. Für diese Bestie werden wir ein Silberschwert brauchen. Magie noch dazu! Ein Dutzend Arbalesten sollten reichen, sagte die Königin entschieden. Und zeig bitte etwas Rückgrat. Vorwärts, Caldwell. Feuchtburg, das klingt, als würde es dort schimmeln in der Burg. Könnte schon sein. Hier endet der Hauptteil des Tutorials. Oh, Gott sei Dank. Von nun an bist du auf dich allein gestellt. Oh, bin ich froh, ey. Dieses Tutorial ist ganz schön lang und auch ziemlich nervig. Wollen wir mal ins Kloster gehen und schauen, wer da die Mauern kaputt gemacht hat? Ach so, aber da nach hinten gehen ist anscheinend auch optional. Na, dann gehen wir jetzt erstmal ins Kloster hoch. Wir haben hier anscheinend einige optionale Wege. Wer kniet und die Götter ehrt, wird belohnt. Moment mal. Kann ich das da looten? Nee. War mir gerade nicht sicher. Melitele wacht über uns alle. Doch es ist besser, sie mit Gebeten daran zu erinnern. Zum Beten ist immer Zeit, selbst wenn ringsum der Krieg tobt. Schön, dass ihr nach dem heiligen Wort strebt, Herrin. Ich werde euch in meine Gebete zur Muttergöttin einschließen. Melitele wacht über uns alle. Doch es ist besser, sie mit Gebeten daran... Halt die Klappe. So. Oh, da hinten ein Kampf. Und da ganz oben ein interessanter Ort. Ganz schön viele optionale Pfade, die es hier gibt. Das gefällt mir. Jetzt gehen wir mal hier lang. Wo der Steinrutsch war. Was ist hier passiert? Von der Straße aus hörten sie die Glocken eines Tempels für Mutter Melitele in einiger Entfernung. Mewe wendete sich zu Renard. Was ist da los? Ist heute ein Fest? Nicht, dass ich wüsste, Hoheit. Mewe ballte die Fäuste um die Zügel. Ihre Miene verfinsterte sich. Dann ist es Alarm. Mir nach! Fleckige Glasscherben blitzten im Gras. Bettfedern schwebten durch die Luft. Die Priesterinnen hatten sich im Hof versammelt, kümmerten sich um die verwundeten Pilger und stellten die umgeworfenen Statuen wieder auf. Was ist hier passiert? Ein Überfall der Streuner von Spala, seufzte die Priorin. Sie haben die Opfergaben, Monstranzen und heiligen Bücher gestohlen. Herrin, bitte helft uns. Bringt zurück, was unser ist. Die Späher der Königin fanden die Banditenspuren sofort. Sie führten stracks in einen dichten Haselwald östlich des Tempels. Ideal als Versteck und als Falle. Jetzt ist alles klar. Sabotage. Die Banditen haben die Mauern manipuliert. Habe ich mir schon gedacht. Die Muttergöttin hat uns vor schweren Zeiten gewarnt.
Die Muttergöttin hat uns vor schweren Zeiten gewarnt. Die Muttergöttin immer. Die Muttergöttin immer und ihre Warnungen vor schweren Zeiten. Das kennen wir schon. Junge, der Tod wird gestört. Etwas öffnet die Gräber. Majestät kehrt um. Dort lauert etwas Böses. Majestät kehrt um. Dort lauert etwas Böses. Das klingt interessant. Ich glaube aber, vorher schlagen wir kurz unser Lager auf und schauen mal, ob wir irgendwas aufbessern können. Majestät kehrt um. Es lauert etwas Böses. Lalalalala. Aha. Im Kommandozelt können neue Hilfseinheiten hergestellt werden. Ich glaube, ich mach das mal. Why not? Aber andererseits könnten... Also ich habe ja das Deck, das wir jetzt haben, noch nicht mal im Grunde testen können. Noch nicht mal ohne Tutorial testen können. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht oder nicht, was wir hier haben. Insofern... Aber was ist denn das hier? Spiel eine zufällig gewählte verbündete Einheit aus deinem Friedhof aus. Okay, das ist ziemlich gut. Was hier wäre jetzt die neue, die ich hier freigeschaltet habe? Generiere rechts 2 leichte Infanterie. Setze die Stärke jeder Einheit. Ich glaube, wir spielen erstmal mit dem Deck, das wir haben. Können wir jetzt noch so viel freigeschaltet haben. Okay, da ist schon wieder irgendein Leichenfresser. Die Leichenfresser habe ich gefressen, ey. Ich sag's euch. Der heilige Friedhof war einst eine Oase des Friedens gewesen. Ein Ort des Gebets, der Reflexion und der Meditation. Doch jetzt huschen Nekrophagen zwischen aufgewühlten Gräbern herum. Menschenknochen übersäten den Boden. Die Priesterinnen hielten das plötzliche Erscheinen der Bestien für ein Omen kommenden Unglücks. Doch was für eins? Welches Schicksal erwartet Lyrien und seine Leute? Schwäche alle Gegner auf Stärke 1. Was? Ist das meine Mission hier, oder wie? Na dann versuchen wir das mal. Stärke alle Gegner auf Schwäche 1. Da muss ich jetzt mal schauen. Spiele eine Kopie jeder benachbarten Einheit aus deinem Deck. Generiere... Ich weiß nicht, was leichte Infanterie macht. Nimm eine verbündete Einheit vom Schlachtfeld zurück auf die Hand. Okay, ich muss jetzt mal schauen, was Infanterie macht, weil ich weiß. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Füg einer zufälligen Einheit, wenn sie stärker... Ah ja, interessant. Naja, gut. Was machen die gleich nochmal? Generiere eine einfache Kopie dieser Einheit. Todeswunsch, füge allen Einheiten in dieser Reihe 4 Schaden zu. Aber ich soll ja alle auf 1 reduzieren. Ich soll ja niemanden töten, ne? Verstehe ich jetzt nicht ganz, wenn ich das einsetzen soll. Aber ist ja wurscht. Lyrian! Dann gehen wir so an. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ganz ruhig, Tiberius. Ich brauche ein Ziel. Oh nein! Ach ja, die machen... Ja, ich bin müde. Das kriegen wir schon hin. Die machen ja immer mehr Schaden, je mehr es sind. Wie genau funktionieren die? Füg einer Einheit Schaden in Höhe der Anzahl aller Karten in dieser Reihe. Da muss ich dran denken. Felix, vielen Dank für die Bits. Dankeschön. Super duper duper nett von dir. So, da muss ich aufpassen. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf.
Das heißt, wenn ich die jetzt ausspiele... Rüstung wird Ihnen nicht helfen. ...macht der 4 Schaden, oder? Gut, genau. Da muss ich echt aufpassen. Der macht 5 Schaden. Und der nächste macht 6 Schaden. Mehr brauche ich nicht. So, und jetzt muss ich aufpassen. Ganz ruhig, Tiberius. Ich brauche ein Ziel. Der macht 1 Schaden. Der zu Diensten. Macht 2 Schaden. Und der macht 3 Schaden. Nicht helfen. Da, na also. Weißt du nicht, warum ich die nur schwächen soll, aber okay. Was weiß denn ich? Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Und plündern jetzt hier den Friedhof. Ah, da ist noch ein Rätsel oder so. Jetzt plündere ich aber erstmal noch fertig. Meine Herren, ein Monster hat die Gruft entweiht und die heiligen Gräber verwüstet. Überall liegen Knochen und genug Schätze, dass wir unsere Reserven damit auffüllen können. Schließlich sind wir im Krieg, euer Gnaden. Die Toten brauchen es ja nicht mehr. Tod ist tot. Holt einen Wagen und ladet die Reichtümer drauf. Wir werden die Städte nicht weiter entweihen. Lasst die Schätze ruhen und versiegelt die Gruft. Ach. Wisst ihr was, wir nehmen das Gold mit, weil die Moral ist gerade gut. Ich entscheide das jetzt einfach, weil ich meine, es stimmt wirklich. Die Toten brauchen das ganze Gold nicht. Und ich weiß auch nicht, oder? Die Moral ist eh gerade gut. Nehmen wir das Gold, machen die Moral normal. Why not? Ah, sag bloß, da geht's noch weiter. Oh Mann, wo kommen wir denn jetzt noch hin? Oh, da ist irgendeine große Schatzkiste. Was für ein Schatz. Jetzt bin ich aber gespannt. 180 Gold, sonst nix. Das ist leicht enttäuschend, muss ich sagen. Da hätte ich jetzt was Cooleres erwartet. Bei so einer großen, leuchtenden Kiste. Aber gut. Besser als nix. Ah, da hinten gibt es noch was. Man muss sich echt gut umsehen. Da sind die Sachen teilweise echt gemein versteckt hier. 30 Gold, 13 Holz. Majestät, ihr seid zurück. Unsere Gebete wurden erhört. Möge die Muttergöttin über euch wachen. Majestät, ihr seid zurück. Ciao. Unsere Gebete. Und jetzt kriegen wir eh wieder Moral deswegen. Cool, cool. Dann gehen wir hier mal weiter. Brief und Schlüssel gefunden. Ich sage, dass die Zeit alle Wunden heilt, dass die Erinnerungen verblassen, dass der Albtraum enden würde und mein Schmerz dann verblasst. Und doch sind 8 Jahre vergangen, seit ich die Welt zurückließ. 8 Jahre des Gebets, der Beichte und des Nachdenkens. Ich frage mich immer noch, wie mein Leben anders verlaufen hätte können, wenn ich den letzten Krug Bier abgelehnt hätte, das Kind bemerkt hätte, die Zügel schneller gezogen hätte. Einst betete ich um Vergebung, jetzt bete ich nur noch um das Ende. Möge es mich schnell ereilen. Und das tat es dann wohl auch. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Wir wissen aber nicht für... Ah, wir wissen für was. Für ganz viel Gold. Na dann. Das Banditenlager befand sich im nahen Wald.
betrunken von ihrem Erfolg und dem Wein aus dem Klosterkeller, hatten die Halunken nicht einmal Wachen postiert. Prost auf die Schwestern! Mewes Männer waren wild darauf, die Entweiher zu bestrafen. Doch nur die Königin konnte den Angriff befehlen. Die Banditen angreifen. Zeit, diese Streuner an die Kette zu legen, sagte die Königin und spornte ihr Pferd an. Zu den Waffen! Los! Die Streuner ließen die Humpen fallen und griffen zu den Waffen. Kampflos würden sie sich nicht ergeben. Aber wir auch nicht. Hätten die Briganten beschlossen, sich im Wald zu verbergen und die Wachen und eine Wache aufzustellen, wäre es wohl nie zum Kampf gekommen. Und sie hätten ihre Schätze behalten können. Doch sie waren siegestrunken und selbstgewiss. Oder vielleicht hatten die Götter selbst nach all den Schmähungen und Lasterungen ihre Wachsamkeit beeinträchtigt. Fange 3 Goldkarren ab und verhindere ihre Flucht. Was? Na, schauen wir mal, was wir da wieder machen müssen. Die Schlacht dauert nur eine Runde. Zu Beginn jeder Runde kannst du bis zu 6 Karten nochmal ziehen, damit du Karten, die dir nichts bringen, wieder loswerden kannst. Spiel die oberste Blitzeinheit aus deinem Deck. Auf dem Friedhof müssen wir nichts spielen. Ruf alle Kopien dieser Einheit herbei. Bla bla bla, bliblu. Ich weiß ja nicht genau, das ist echt doof. Ich weiß nicht, was unser Missionsziel ist. Also, was genau das bedeutet. Aber es wird schon passen. Umzingelt sie! Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich spiele jetzt hier mal so einen Bauern aus. Ach, ich hätte auf meine Alte hören sollen. Macht ihn super krass. Hände hoch! Sofort! Ergreife nach 2 Zügen zu Beginn des Zugs die Flucht. Ich verstehe, ich soll die kaputt machen. Okay, ganz viel Rüstung. Super viel Rüstung, aber keine... Oh, ob ich diese schnell kaputt kriege, aber keine Lebensenergie. Habe ich irgendwas, das Rüstung ignoriert oder sowas in der Art? Rufe alle Kopien dieser Einheit. Füge allen Einheiten in einer gegnerischen Reihe Schaden in Höhe der Rüstung dieser Einheit zu. Entferne sämtliche Rüstung von dieser Einheit. Gib dieser Einheit eine Rüstung, wenn immer eine Karte in der Reihe erscheint. Wenn, dann müsste ich die jetzt ausspielen, damit sie Sinn macht. Aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Muss ich alle Kutschen kriegen? Mein Lieblingsstück vom Land. Das ist die Frage. Schenkel. Jetzt in der Runde werde ich das nicht hinkriegen. So schnell. Ich brauche ein Ziel. Ne, leider mitnichten. Jetzt flüchtet der. Aber ich habe noch nicht verloren. Du kannst die Gebühr in Silber oder in Blut entrichten. Verlieren! Lyrische Trottel. Okay, da ist wieder so eine Kutsche. Die muss ich jetzt kaputt machen. Willst du tanzen, Kumpel? Und jetzt kriege ich das auch sehr viel leichter hin. Schütze zu Diensten! So
seht, ob er sich noch irgendwo Geld reingeschoben hat. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Kaboom. Okay, cool. Da ist schon die nächste Kutsche. Ja. Ich glaube, jetzt ist die Reihe hier schon langsam voll. Ah, die Reihe ist schon voll. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Macht mir jetzt echt mein Plan hier ziemlich kaputt. Weil jetzt kriege ich die Stärke wieder nicht zusammen, die ich brauche. Ich wollte jetzt nämlich zwei Armbrustschützen kopieren, aber das geht nicht mehr. Shit. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Ah, es ist doof. Weil jetzt kann ich die Wagen nicht aufhalten. Still. Immerhin, aber es wird trotzdem nicht reichen, glaube ich, wenn ich richtig rechne. Lyrian! Leider nicht. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Je größer, desto leichter zu treffen. Ja, ich befürchte, ich schaffe die Mission einfach nicht, weil ich nicht genug Wagen zerstören kann. Wagen wecken. Sonst wäre es nicht so tragisch gewesen. Das Gute am Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Oh doch, das zählt. Ich dachte, ich muss mehr Wagen aufhalten. Mehr Wägen wägeln. Mehr Wagen wägeln. Wiggle, wackle, wackle. Wiggle, wiggle, wiggle. Die Männer der Königin besiegten die Banditen und bargen die Beute. Silberkelche, Reliquien mit Intarsien aus Perlmutt, goldbestickte Roben. Die Priesterinnen werden sehr dankbar sein, diese Schätze zurückzubekommen, euer Gnaden. Sie werden inbrünstig für euren Sieg beten. Bemerkte Reynard. Aber ihr könntet das Silber natürlich auch behalten und in euren Krieg investieren. Schwer zu sagen, was letztlich nützlicher wäre. Naja, nützlicher wäre es mit Sicherheit, die Beute zu behalten. Aber wir geben das zurück ins Kloster. Wir sind keine Diebe. Und von Dieben stehlen macht, also zweimal Unrecht ist plus Recht. Das Reich Recht. Macht harte Zeiten durch. Na? Sagte die Königin nach einer Pause. Aber wir dürfen nicht unsere Prinzipien verraten. Nein, wir müssen sie umso mehr verteidigen. Mewe befahl den Priesterinnen, den gesamten Schatz bis auf die letzte Fibel zurückzugeben. Einige Novizinnen waren so bewegt, dass sie sich den Rängen der Königin anschlossen, um für verwundete Lyria zu sorgen. Mewe und Gefolge ritten weiter, nicht reicher an Gold und Silber, doch gewiss reicher im Herzen. Reicher im Herzen. Dafür kriegen wir noch einen Sanitäter. Na, meinetwegen. Und ein bisschen was zum Plündern liegt hier eh noch rum. So ist es ja nicht. Meine lieben Streuner, sobald ihr den frommen Priesterinnen ihre überflüssigen Kinkerlitzchen abgenommen habt, macht ihr euch auf dem Weg nach Süden zum Anwesen von Herrn von Clayton. Man sagt, dass er eine stattliche Summe als Mitgift für seine weniger hübsche Tochter beschafft hat. Doch geht die Saat der Liebe auf dem Berg aus Geld wirklich auf? Ich bezweifle es. Dann wollen wir den armen Kerl mal vor einer unglücklichen Ehe retten, wie euer Herzog der Hund, Regent der Räudigen, Lord der Landstreicher, royaler Rüde G. Man kann tollwütige Hunde fesseln, aber sie werden trotzdem beißen. Ahu! Wir sind besiegt, aber der Herzog der Hunde ist keine so leichte Beute. Wir sind besiegt. Machen wir eine Pause hier.
Achso, das ist jetzt wegen der neuen Heilungskarte, die wir machen könnten, oder? Muss mal kurz schauen. Ja, genau, das war das Ausrufezeichen. So, was können wir denn aufbessern? Wir können die Werkstatt schon wieder verbessern. Erhöht... Ah ja, Bewegungsgeschwindigkeit auf der Karte von unserer Heldin erhöhen, finde ich gut. Ist zwar viel zu teuer und bringt dafür zu wenig, aber ich glaube, das ist trotzdem einfach nett. Das kann nicht schaden. Schauen wir mal schnell auf die Karte. Aha. Dann kommen wir jetzt da wieder runter. Dann sind wir jetzt einmal... Oh nein, ich habe da was übersehen. Ich könnte hier schnell reisen hin. Mache ich auch. Ich habe da irgendwas zu plündern übersehen. Das geht natürlich gar nicht. So, 19 Holz. Die gehören uns und noch irgendwas. Aber jetzt reise ich wieder dahin zurück, damit wir trotzdem den Weg runterlaufen, weil wer weiß... Was uns da noch begegnet? Ein geplündertes Dorf mit Leichen und Holz. Ich finde das Game echt cool. Aber spiel doch was, wo du weniger lesen musst. Man merkt dir an, dass es dich anstrengt. Ja, aber das ist ein angenehmes Spiel. Ich muss zwar leider wirklich mehr lesen, als ich hoffte, aber wenigstens muss ich nicht irgendwie schnelle Reaktionen haben oder irgendwie sowas. Deswegen ist das gerade ganz gut eigentlich. Eure Majestät, die Streuner von Spala haben das gesamte Dorf niedergemetzelt. Laut Zeugen haben sich die Leute hatten sich die Leute geweigert, den Halunken zu helfen. Haben wir Geld, um diese Armseelen ein ordentliches Begräbnis? Natürlich haben wir das. Also bitte. So viel Zeit und Geld muss sein. Wow, da ist ein Drakuid. Ich hoffe, den schaffen wir. Das sieht gefährlich aus. Standardkampf. Na dann. Ist es nicht amüsant, wie geflissentlich die Priesterinnen andere um den Schutz der Göttinnen anflehen, während sie selbst sich mit Mauern umgeben? 9 Fuß hoch. Beinahe dreidick, aus festem Stein. Ein besserer Schutz als selbst das inbrünstige Gebet, ganz ohne Zweifel. Bedenkt man das Gebiet, in dem sie ihren Tempel errichten, ist es wohl am besten so. Aber die Quest hier hat damit überhaupt nichts zu tun, oder? Der Kampf hier. Ich glaube nicht. So. Okay. Okay. Ich glaube, wir können ziemlich viel Schaden anrichten mit dem Deck, das wir jetzt haben. Und ziemlich viel Power raushauen dann am Schluss noch. Oder erst Power raushauen und dann Schaden anrichten. Je nachdem. Was passiert denn in 4 Runden? Verzehrt nach 4 Zügen zu Beginn des Zugs die schwächste Einheit. Ja gut. Okay. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Das da. Das da. Okay. Wir generieren hier Harpien ohne Ende, wenn ich... Wenn ich aufpasse, werden hier vermehren sich die Harpien hier ohne Ende. Da muss ich wirklich was tun dagegen. Deswegen geben wir ihm mal ein bisschen Schild. Besser den anderen.
wählen so einen hier aus. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Und warten mal noch. Ich brauche ein Ziel. Okay. Immerhin legt die Harpie jetzt keine Eier mehr. Und der verschlingt jetzt eigentlich alle seine Einheiten da drüben, oder? Seine eigenen. Ach, der hat schon gepasst. Okay, dann passen wir auch. Was macht der gleich nochmal? Das war irgendwas Gutes, was der macht. Ach so, eine Ladung. Ach so, nee, das macht jetzt gerade leider gar keinen Sinn, befürchte ich. Das macht nur Sinn mit der einen Karte bis jetzt, die wir leider nicht auf der Hand haben. Ah, die hätte ich jetzt wieder erwecken können. Naja, ist egal. Ich kann nicht mehr. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Was ist denn jetzt passiert? Warum ist denn der gerade so stark geworden und hat seine Fähigkeit verloren? Ist das normal? Ich habe ihm jetzt extra hier so Bauernopfer hingelegt. Naja, gut. Damit die ganz viel Schaden machen. Aber jetzt funktioniert das wohl nicht mehr. Komisch, komisch. Aber okay, meinetwegen. Schütze zu Diensten! Rüstung wird Ihnen nicht helfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten. Kann ich da noch eine reinspielen jetzt oder nicht mehr? Bin mir nicht sicher. Nee, sag, dass das ein Witz sein soll. Lyrian! Kann ich nochmal zurück und die anderen... Nee, kann ich nicht mehr. Ein Bolzen. Schade. Mehr brauche ich nicht. Naja, ich werde trotzdem ziemlich sicher gewinnen. Auch wenn das jetzt nicht ideal war. Aber ich glaube, mit meinen super krassen Superpowern... Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Super krasse Superpowern aktiviert! Kann der noch so viel Feuer spucken? Ja. Oh yeah. Der Sold steht aus. Mal wieder. Oh, das war ziemlich böse, aber nicht böse genug. So, jetzt habe ich leider nichts mehr. Der hat noch zwei Karten. Aber hilft nichts. Müssen wir hoffen jetzt einfach, dass der in seinen zwei Runden nicht so viel Schaden macht. Aua, aber okay. Okay. Juppdi-doo.